Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Castle of Illusion starring Mickey Mouse für die Xbox 360. Mein Name ist Jekyll26 und bevor es losgeht, ein kleines Geständnis. Mir ist leider der erste Aufnahmeteil etwas abverreckt, man muss es so sagen. Ich konnte die Audiodatei nicht generieren, daher musste ich ein extra Kommentarspur einfügen und ich werde das Geschehen nicht wirklich groß nachkommentieren. Ein paar Fakten zum Spiel und das war's. Also, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Ich wollte euch nur nochmals Bescheid geben. Und ich denke, wir gehen weiter mit dem Text, mit dem nächsten Level. Der erste Level im verzauberten Wald haben wir bereits hinter uns. Und jetzt können wir hier rein. Hier ist das nächste Level. Müsste die Spielzeugfabrik sein. Genau. Oder das Spielzeugzimmer. Spielzeugland. Fast, da habe ich fast richtig geraten. Mickey emerged into a toy box of peril. Another of the witch's illusions. Das war ein cooles Level auf dem Mega Drive. Ja, Soundtrack ist auch sehr stylisch. Finde ich schön, dass man möglichst alles dem Original getreu, dass man möglichst vieles originalgetreu übernimmt. Oder versucht hat zu übernehmen. Es hat nämlich immer noch seinen ganz eigenen Charme. Ah, ich hätte das Flugzeug gebraucht. Naja, dann lassen wir es halt sein. Ah, du dummes Flugzeug. Noch mehr Spielzeugsoldaten. Okay, das ist neu. Das war im alten Teil nicht. Diese 3D-Teile sind eh ganz speziell. Erinnern mich krass an Crash Bandicoot. Und sie sind nicht gerade. Ich finde das etwas schade, man muss diese Stages gar nicht schaffen, glaube ich. So wie dem Wunderwald, das mit der Spinne. So, wir sind bald oben, glaube ich. Aua, diese Clowns waren schon etwas nervig im Original. Gehen wir weiter hoch. Wir sind sicher schon bald oben. Und da oben dürfte irgendein Schlüssel zu finden sein. Wenn es dem Original nachempfunden ist, dürfte hier oben ein Schlüssel sein. Also es ist auf jeden Fall höher als das Original hier, dieser Abschnitt. Das war ein netter Doppelkill. Desillusionier. Was ist denn das? Da, Schlüssel nehme ich. Tada! Extra Animation für den Schlüssel. Huch. Ai, ai, ai. Das war schon früher so, wie eine Rutschbahn. Ah, schnell! Edelsteine einsammeln! Hier kann man nur verlangsamen, hier kann man nicht zurück. Wee! Und hier sind wir schon im Ausgang. Irgendwie ging der Aufstieg deutlich länger. Dies ist übrigens eigentlich so ein bisschen das zweite Spiel auf meinem Kanal, das dieses Jahr ein Remake bekommen hat. Mickey moved onward into the land of toys, but these playthings were somewhat less than playful. DuckTales bekam ja schon ein durchgezockt auf meinem Kanal. Das ist ja ebenfalls ein Remake eines genialen Klassikers auf dem NES, welcher ich noch nicht gespielt habe, aber in einer Sammlung habe. Das ist etwas speziell. Ich habe bei DuckTales wirklich zugeschlagen, weil ich... Achso, ich kann geschenkt öffnen.
Ich habe bei DuckTales wirklich zugeschlagen, weil ich es in OVP gesehen habe und es in extrem guter Qualität war. Ich habe dafür jetzt 25 Euro bezahlt für DuckTales. Also völlig in Ordnung. Und da konnte ich nicht widerstehen und musste es mir kaufen. Wir sind wieder in einer Parallelwelt. Wow. Also dieses Feature gab es schon im Original. Okay, der war knapp. Das hätte auch leicht ins Auge gehen können. Das ging ins Auge. Muss ich jetzt wieder dort rein? Ich weiß es nicht. Das sind sicher einfach so Spezialsachen, welche man schaffen kann, aber nicht muss. Das ist schon fast, hat schon fast Ähnlichkeit mit einem Rätselspiel, da mit der Gravitation. Für was bekomme ich? Was bekomme ich, wenn ich das hier mache? Au! Diese dummen Räder. Ich sehe schon, was ich bekomme. Teil der Schlossstatue gesammelt. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, ich muss diese holen. Später, früher oder später, ich weiß es nicht. Nee, hier geht's nicht lang. Wir gehen hier unten lang. Wir haben ja genügend Murmeln. Aber den habe ich nicht gesehen. Ich war schon wieder etwas weiter. Ach Mist, den habe ich auch nicht gesehen. Mehr Murmeln brauche ich nicht. Noch ein Stern. Aber die Sterne sind ja Energie. Also das kommt ganz gut. Das war eine Punktlandung. Um den Zylinder herum. Hier ist wieder 3D angesagt. Oh, ich habe das im Spiegel erst jetzt gesehen. Cool, cool gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt konnte ich einfach nicht laufen. Hier durch, links, nach hinten, so, nach vorne, nach links, nach vorne, so durch, nach hinten, fast zu weit. Und rüberspringen. Haha. Hi. Doing, doing. Oh, das war voll die Speedrun-Abkürzung. Au. Speedrun! Nein, es ist kein Speedrun, liebe Leute. Dafür bin ich zu schlecht. Was ist das für ein Exit? Dankeschön. Das war schon wieder Act 2. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Into a new corner of the Castle of Illusion ran Mickey. But what was that odd green box? It seemed the Jack in the Box, of course. Jack in the Box. Okay, du bist schon fast gruselig. Hier. Okay, der ist auch ebenfalls genau gleich aufgebaut wie das Original. Okay, das ist ein neues Feature. Das hat er im Sega Drive... im Mega Drive nicht gemacht. Aber das war jetzt auch kein Problem. Und hier muss man sich einfach ducken, damit er sich selber schlägt. Dann springt er auf die Sprungfeder und ihn auf den Kopf. Oh, 4. Oh, hey, ganz ruhig. Oh, ruhig. Ich habe ruhig gesagt. Au. Hör auf zu lachen.
Ducken. Na, no, schlag dich selber. Gib mir eine Sprungfeder. Nur noch zwei Treffer. Aber ich benötige auch nur noch zwei Treffer. Okay, das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber es wird ja nicht schneller. Von daher. Was? Nee, nee, nee. Nee, ich möchte sterben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ducken. Es wäre bestimmt noch ganz fies, wenn in der letzten Phase er am Boden nachschlagen würde. Oh, Druck, Druckwellen. Also ich nehme an, die tun weh. Ich weiß nicht. Ich nehme es stark an. Ducken. Nein, das so fies ist das Spiel doch nicht. Aber das war Jack in the Box. The Orange Rainbow Gem. Mickey's heart swelled with renewed hope, but the quest to save Minnie was far from over. Wir haben schon den zweiten Stein dieses Spiels. Wir gehen zurück ins Schloss der Illusionen. The second Rainbow Gem was safely gathered, but Mickey had no time to congratulate himself. Another 5 gems and Minnie were yet to be found. Und ich mache hier wieder Pause. Ich hoffe, hoffentlich klappt das jetzt mit dem Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Eagle 26. Ciao zusammen.